Freunde, ich möchte mich aufregen. Auch wenn ich hier über Cartoons rede, die ich damals gefeiert habe, die echt gut sind und die ich immer noch liebe, gibt es so ein paar Cartoons, wo ich einfach was sagen muss. Was soll zum Beispiel Bob der Baumeister? Das ist einfach einer der größten Enttäuschungen meiner Meinung nach. Ich meine, was ist das jetzt? Was ist mit ihm passiert? Seit Anfang 2016 ist Bob der Baumeister CGI animiert und seitdem sieht er einfach so cursed aus. Und ich check's nicht. Ich fand, damals hatte er einfach so einen gewissen Charme und jetzt bei dem neuen, was ist das? Auch seine Fahrzeuge sehen mittlerweile einfach nur schrecklich aus. Ich meine, warum sind die jetzt alle größer und haben vor allem so große offene Augen? Damit machen die einfach einem nur Angst. Jetzt mal ohne Witz, wo ist dieser ganze Charme von dieser Serie hin? Fun Fact auch by the way zu Bob. Der Synchronsprecher von Bob, Fabian Harloff, sang auch den Titelsong von Teletubbies. Da sprach auch den Erzähler und damit kommen wir auch zum nächsten Übel. Die Teletubbies. Ich will gar nicht so viele Worte über sie verlieren, ich muss tatsächlich sagen, ich habe sie damals sehr gerne geschaut. Und ja, damals war es weird, aber jetzt ist es einfach noch weirder. Denn die Teletubbies haben jetzt Kinder. Ja, Kinder, ihr hört richtig. Dann darf ich vorstellen, die Teletubbies. Ach, Baby-Teletubbies, wo man sich aber nur fragt, warum? Warum gibt es die? Warum und woher kommen die? Wobei, nee, ich will nicht fragen, woher, weil das, um Gottes Willen, nee, ich will einfach nur wissen, warum. Warum gibt es jetzt diese Teletubbies? Warum sind das 8 Stück? So, hä? Die sind ja einfach noch weirder, noch creepiger und I don't know, das ist doch einfach nur Bullshit. Wie kommt man denn jetzt dazu, einfach 8 Baby-Teletubbies da reinzuschicken? Ich meine, diese ersten 4 waren ja schon creepy genug und jetzt gibt's einfach nochmal 8 dazu. Ne, die 4 anderen sind ja auch nicht weg. Ja, die 4 anderen sind ja noch da. Zusätzlich kommen noch diese 8 Babys, wo keiner weiß, wo die herkommen. Ja, wo keiner weiß, wo die herkommen, wo keiner weiß, warum die da sind. Eigentlich gibt es nur eine logische Erklärung, aber ich will das nicht aussprechen. Es ist einfach nur komplett weird, dass da jetzt auf einmal 8 Baby-Teletubbies sind. Und ja, machen wir einfach weiter mit dem nächsten 3D-Schmutz und das ist Biene Maya. Biene Maya sieht zwar nicht so kacke aus wie Bob der Baumeister oder einer anderen Kinderserie, zu der wir gleich kommen werden, aber was zum Teufel? Die haben sogar das nice alte Intro von Kari Gott entfernt. Das neue Intro singt Helene Fischer und ich weiß nicht, das ist einfach nicht mehr das gleiche. Seit 2013 ist Biene Maya 3D animiert und das ist eine der ersten Serien, die so eine 3D animierte neue Auflage bekommen hat. Anschließend haben sich viele andere Serien nach der so gerichtet und eben das gleiche gemacht, so ja auch Vicky und die starken Männer. Diese wurde exakt ein Jahr später zu dem hier und nach Vicky folgte 2015 auch Heidi. Und ja, dazu sage ich nichts mehr, das ist alles einfach dieselbe Leier. Wusstet ihr auch, dass zum Beispiel Feuerwehrmann Sam anders ausschaut? Nein? Hier, bitteschön. Ich muss aber echt sagen, ich weiß nicht, ob ich es besser finde, aber so schlimm wie die anderen finde ich das hier nicht. Wobei der hier auch ziemlich cursed aussieht. Aber ja, das ist alles einfach so gefühlt dasselbe. Es sieht gefühlt alles einfach gleich aus und das ist so sad. Das größte Übel von allen ist aber meiner Meinung nach Thomas die kleine Lokomotive. Nicht nur, dass er jetzt Thomas und seine Freunde heißt, was ja noch geht, ne? Aber was zum Teufel ist jetzt damit passiert? Die Serie gibt es ja schon sehr lange, seit 1984 und früher wurden ja auch echte Modellloks benutzt, ne? Das Ganze ging sogar bis 2008, 2009, bis dann die 12. Staffel die ersten Animationen bekam. Und gut, die ganz alten Folgen sehen ja echt creepy und kacke aus, ne? Aber das hier ist ja alles andere als schön. Vor allem sprechen sie ab dieser Staffel auch einfach. Davor wurden alle gleichzeitig von dem Erzähler Manfred Steffen gesprochen, doch ab da hatte jeder seinen eigenen und der von Thomas... Hört's euch einfach selbst an. Vielen Dank, Thomas, das U-Boot. Ich helfe gern. Ich werde die Kiste finden und gleich zurück sein. Aber Freunde, das war's noch nicht, denn es geht noch weiter. Seit 2021 gibt es auch diese Thomas-Serie nicht. Und nein, die sind nicht einfach zurückgerudert zu den Modelloks. Das ist ja auch verständlich, ne? Das würde ja auch viel zu viel Geld kosten. Nein, die haben die Serie ein weiteres Mal erneuert und das jetzt drastischer denn je. Denn es gab ab da 2D-Animationen und das geht zu weit. Warum? Warum macht man das denn jetzt? Klar, es sieht jetzt alles kindlicher aus und man will es einfach für Kinder perfekt machen bzw. zugänglicher machen. Aber musste man das so übertreiben? Nicht, wenn ich rechtzeitig die Batterie herschaffe. Und dieses Mal mache ich das mit Lichtgeschwindigkeit. Ich weiß noch nicht, was ich von dem 2D-Look sowie vor allem der neuen Stimme halten soll. Ich finde, die alte passt einfach besser zu Thomas, aber hey, dass es neue Stimmen gibt, ist ja von Grund auf nichts Schlimmes. Kann ja auch genügend Gründe dafür gegeben haben, dass man aufhört. Das gibt's ja auch bei anderen Cartoons. Doch ich frag mich da nur, warum holt man sich keine Stimme, die so ähnlich klingt wie die alte? Ich meine, bei Drake von Drake und Josh hat's ja auch geklappt. Warum klappt das nicht bei Thomas? Oder auch bei SpongeBob?
Gefühlt jeder von denen hat eine neue Stimme und die meisten passen aber nicht zu denen. Wie zum Beispiel die von Thaddeus. Ich meine, als Fanleibführer Lumpus in Camp Laszlo war er super, aber hier passt er einfach nicht so gut rein. Ich finde aber tatsächlich, dass die Stimme dafür bei Patrick gut reinpasst. Felsrod macht seine Arbeit wirklich super. Mir gefällt da nur Patrick als Charakter nicht. Denn während er bei den früheren Staffeln lustig und dumm war, ist er heute einfach nur dumm und es ist einfach gar nicht feierbar und nicht mal ansatzweise lustig. Auch allgemein die Handlung von SpongeBob. So die ersten 3-4 Staffeln sind eine wahre Goldgrube gewesen, doch ab der 5. Staffel ging alles den Bach runter. Die Serie hat von Staffel zu Staffel immer mehr den Charme verloren, den sie zu Beginn hatte. Viele Gags, viele Witze und viele Momente sind einfach so unlustig und werden so lang gezogen, sodass es einfach nur cringe ist. Genauso wie bei Cosmo und Wanda, wenn Elfen helfen. Das ist ja einer der ikonischsten Cartoon-Serien, die es gibt. Und was mit dieser Serie passiert ist, ist halt unter aller Sau. Nicht nur, dass das Intro jetzt verändert wurde und es sich so anhört, als wurde dieses immer noch so random reingeschnitten. Nein, sie haben auch mit der Zeit immer wieder neue Charaktere in die Serie mit eingebracht, die immer schrecklicher wurden. Bei vielen beginnt das ganze Fremdschamgefühl bereits bei Poof, aber ich fand Poof echt nice. Sparky der Elfenhund wurde dann noch weniger akzeptiert und den fand ich auch überhaupt nicht so nice. Ich fand es da einfach schon too much, es hätte aber nicht sein müssen und das sahen dann auch noch mehr Zuschauer, weswegen dieser dann aus dem Programm geflogen ist. Aber am meisten, und da sind wir uns alle einig, ist ja wohl von allen Chloe die größte Enttäuschung. Sie muss sich gemeinsam mit Timmy seine Elfen teilen, weil es einfach Elfenmangel gibt. Elfenmangel, Jungs, wollt ihr mich verarschen? Das war und ist immer noch der größte Bullshit, den ich jemals gehört habe. Das ist halt einfach irgendein Versuch, damit man einen neuen Charakter einbaut, in der Hoffnung, dass es positiv von den Zuschauern aufgefasst wird, aber damit haben die es einfach komplett verkackt. Wer findet denn diese Änderung und vor allem diese Begründung mit Chloe unfassbar nice? Nennt mir einen. Es gibt einfach keinen, jeder findet es einfach kacke. Weißt du, dafür sind so Charaktere wie Chester und Aitlin und so weiter gegangen. Aber jetzt kommt's noch besser. Seit 2022 gibt es tatsächlich eine Cosmo und Wanda Sitcom, die Cosmo und Wanda, wenn Elfen weiterhelfen heißt. Diese Serie handelt von Timmys Cousine Vivian, die kein Schwanz kennt, und ihrem neuen Stiefbruder Roy, den auch keiner kennt, die gemeinsam neue Abenteuer erleben und ganz Dimmesdale auf den Kopf stellen. Und als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich wirklich, das wäre ein Prank. Aber nein. Nein, das ist wirklich eine neue Serie und ich find's echt zum Kotzen, wenn ich so drüber nachdenke, wie gern ich diese Serie damals hatte und wie sich jetzt so entwickelt hat, wie alle Serien sich einfach so entwickelt haben. Wie alle Serien gemeinsam so genommen wurden und einfach in die Mülltonne reingehauen wurden. Das ist einfach so sad. Das ist einfach so sad, was aus denen geworden ist. Und ohne Witz, ich bin so froh, damals aufgewachsen zu sein und damals diese ganzen geilen Serien gesehen zu haben, die alle zeitgleich liefen. Ja, es liefen so viele nice Serien zeitgleich, das ist unvorstellbar heute. Es gibt natürlich gute Serien, auf jeden Fall. Aber damals war es einfach irgendwie ikonischer. Damals war das irgendwie, keine Ahnung, du hattest einfach Serien, die waren einfach gefühlt alle nice, so. Und heute gibt es so ein paar, die sind nice und das war's. Der Rest ist einfach Bullshit und die Entwicklung ist auch einfach kacke. Und deswegen, ich bin einfach froh, damals aufgewachsen zu sein und diese ganzen Erinnerungen einfach immer noch zu haben und das ist so nice.